Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Abenteuer von Das Schwarze Auge. Wir spielen Memoria, die Fortsetzung von Satinavs Ketten. Und ich freue mich natürlich freue ich mich total auf den zweiten Teil, da ich den total blind spiele, überhaupt keine Ahnung habe, was da drinnen so vorkommt, außer dass ich weiß, dass es wieder um Geron geht, wie er sich um, ja, die verzauberte Nuri kümmern will, die ja jetzt ein Rabe oder eine Krähe geworden ist, zuletzt am Ende vom ersten Teil. Und ja, Hintergrundinformationen kann ich ja nochmal eben so erwähnen. Ist im Jahr 2013 erschienen, das Spiel, im August. Publisher ist Deep Silver, Entwickler natürlich wieder Daedalic Entertainment. Und das Ganze ist wieder ab 12 Jahren. Das sind so die Hintergrundinformationen. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los, denn ich bin ja auch total gespannt, ja, ob wir unsere alten Charakter wiedersehen. Und deswegen gehe ich jetzt mal ins Hauptmenü und mache ein neues Spiel. Ja, möchte ich. Und ich wünsche euch viel Spaß, denn anscheinend kann ich hier keinen Schwierigkeitsgrad auswählen wie sonst. Also, viel Spaß! Bei den Göttern, das fängt ja gut an. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Wünsch dir eine Einführung in das Spiel? Nein, brauchen wir nicht. Wir sind erfahrene Point-and-Click- und Wimmelbildspieler. Wir brauchen das nicht. Sieht jetzt schon wieder total schön aus. Ach, ist das toll. Und das Tolle für mich ist natürlich, dass ich ja Satinavs Ketten als Let's Play damals geguckt habe und zum ersten Mal jetzt dann LP hatte und gespielt hatte. Aber das hier habe ich noch nicht mal als LP mir angeschaut. Hab so lange gewartet, damit ich mich nicht spoiler. Ach, ein kleines Rehkitz. Hier gibt's doch bestimmt noch irgendwas zum Einsammeln später. Na gut, dann gehen wir mal zur Lichtung. Na endlich. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so, aber ja. Ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Kishari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Ah, okay, cool. Wo haben wir denn hier unser Repariere-Ding? Hier. Sieh zu und lerne. Oh-oh. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Und da haben wir auch schon unsere erste Aufgabe, wie es aussieht. Ja. Okay, wir haben Nuris Kette. Nuris alte Halskette. Ich trage sie, bis sie wieder tragen kann. Wo ist denn eigentlich Nuri? Mein getreues Messer. Nee, das funktioniert so, glaube ich, nicht. Es ist... Die Festung ist überhaupt nicht... Zaubere... Ja, gut. Neben dem Mädchen liegt ein Dolch. Sie legt viel Wert darauf, dass ich das nicht vergesse. Mhm. Ja, dann müssen wir uns mal umschauen. Wenn wir das reparieren sollen... Das kriegen wir schon hin. So, Truhe wieder zu. Erst die Festung, mein Lieber. Mein Lieber? Ich war ja noch nie gut mit Kindern. Aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Okay. Tja, was brauchen wir denn, damit das Ding hält? Oder sollen wir das jetzt hier in der Flasche reparieren? Die Festung würde genau in die Flasche passen. Aber wie soll ich sie da jemals reinbekommen? Dein Messer? Nein. Entweder am... Nee, ich meinte das nicht so. Erst das Messer und dann... Du sollst Zauber nicht nachschnitzen. Ein Messer habe ich selbst. Okay,
geh ich nochmal in den Wald. Vielleicht finden wir da ja noch was. Ich kehre nicht mit leeren Händen zurück. Okay, er geht gar nicht erst zurück. Dann müssen wir das ja so hingebacken kriegen. Sie ist voll mit exotischen Tüchern und Stoffen. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Na dann. Wie kriege ich das da hin? Die Festung würde genau in die Flasche passen. Aber wie soll ich sie da jemals rein... Warte, wenn ich das die Flasche kaputt mache, ganz einfach. Und dann reparieren, also rein. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Genau, und jetzt wieder heil machen. Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist, dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Ach, nicht schlecht. Papa, hier ist ein Held. Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Ich kenne die Leute ja gar nicht, aber ich bin mal höflich. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst. Permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Ja, ich mag Rätsel. Nein, ich mag sie nicht, solange sie lösbar sind. Eigentlich mögen wir ja Rätsel. Natürlich mag ich Rätsel. Sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast. Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ich bin bereit. Jetzt fangt schon an. Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magiermoguls betritt. Thank you.
Memoria. Kapitel 1. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musst du die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauer nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Ah, und damit noch einmal Rondra zum Gruße, ihr Lieben. Denn es geht jetzt los. Wir spielen anscheinend jetzt die Heldengruppe, von dem der Mann erzählt. Und das hier ist wohl die Prinzessin, ein Magier, ein... Wer ist das? Rachwan. Und das ist ein Krieger, okay. Und ja, dann schauen wir uns mal mit der Prinzessin Bleib um. Bleib unten. Ah, die Stimmen sind auch so cool. Wir sind, ist alles so orientalisch jetzt irgendwie? Ich fühle ein Pochen. Und sie sind warm, wie ein krankes Herz. Ich mag ihre Stimme jetzt schon total gerne. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Ich finde ihre Stimme richtig cool. Passt total gut. Hier sind gut. Einkerbungen. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Es sieht aus wie Blut. Das fasse ich nicht an. Es sieht klebrig aus und giftig. Tja, was können wir denn hier mal helfen? Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium, bitte! Ich brauche Ruhe. Haben wir denn einen Schlüssel? Können wir den Rubin da irgendwie einsetzen? Nein. Ich spüre es ganz deutlich. Etwas in diesen Steinen lebt und atmet. Sie beobachten mich. Hoffentlich war das der letzte. Vielleicht kann man bei dem Wächter noch hier irgendwas holen? Bleib unten. Ja, Warum hat dich das Volk der Verkina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Sie beobachten mich. Was kann ich denn mal machen? Ach, ich kann auch zurückgehen. Okay. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Sie geht trotzdem, okay. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Also ist sie irgendwie auch was Besonderes.
worüber wir sicherlich noch etwas mehr erfahren werden. Sieht ja schon total gewaltig hier aus, dieser, ja, Koloss, was hier ist, Grabeingang, diese Halle hier. Ich habe es nicht verdient, zurückzukehren. Nicht ohne die Maske. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich tausendfach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. Aber sie hat definitiv schon den Stolz einer Prinzessin oder bald Königin anscheinend. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim, du wirst noch bereuen, was du mir angetan hast. Was ist mit dem Wächter? Kannst du mich hören? Du tust mir leid mit deinen gebrochenen Beinen. Es ist sehr einsam hier unten. Aber einen Schritt näher und wir brechen dir auch noch den Hals. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Das Erbe dieser Hände hielt mich mein Leben lang gefangen. Doch heute werde ich mich endlich befreien. Oh, Kasim. Ja. Irgendwas werden wir ja wohl noch finden müssen. Ich muss da rein und die Waffe finden. Sonst war alles umsonst. Aber es ist auch... Ah, hier kann man nochmal hin. Nee, sie geht da ja nicht hin, ne? Doch, sie geht da hin. Okay. Zum Kampfplatz. Gut, dann kommen wir hier vielleicht ein Stückchen weiter. Gucken wir uns ihn mal an. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. Sie hängt genau außer Reichweite. Lässt sich das nicht irgendwie ändern mit was Längerem? Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Was für ein unwürdiger Tod. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Ja, vielleicht hat er ja auch den Schlüssel oder so. Kann ich noch irgendwie weitergehen oder ist hier irgendwas? Ah, hier ist was. Ein Dolch. Dann benutzt den doch mal. Wunderbar. Oh, jetzt ist alles runtergefallen. Das ist nicht gut. Bastard. Du erinnerst mich an die Palastwachen, die ich einst kannte. Doch anders als sie warst du von vornherein gegen mich und fielst mir nicht erst später in den Rücken. Danke. Irgendwie. Alles ist runtergefallen, also müssen wir jetzt mal hier irgendwie lang gehen. Gehen wir mal weiter runter. Aha. Ja, super. Habe ich jetzt alles eingesammelt? Eine Rolle Verband. Harun liebte Pferde. Mehr als sie ihn. Pferde und Frauen. Ich mochte ihn trotzdem irgendwie. Harun hatte die Augen meines Vaters. Jetzt weiß ich auch woher. Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Jetzt hör dich nur an. Wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Kannst du das Seil denn irgendwie nehmen? Das ist unser Weg hierher und unser Weg zurück. Ach so, dann wird sie es ja wohl nicht nehmen wollen. Man könnte es natürlich jetzt durchschneiden, aber warum sollte ich? Ich kann auch nicht, meine Prüfungen haben... Ja, gut, dann gehen wir mal erstmal wieder zurück. Lassen das Seil ruhen. Warte. Wenn ich sie nur irgendwie einreißen könnte. Da ist so ein Loch, aber es hat hoffentlich nichts zu sagen. Gut, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht hilft uns das nämlich, was wir jetzt eingesammelt haben.
dass wir das zum Beispiel jetzt sauber machen können? Dann geht der Schmutz ja weg, hat sie ja selber gesagt. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm? Trete zurück. Sehr gut. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Aber warum hat er den Skarabäus oder was das ist da jetzt eingesetzt? Weil vorher, also nur weil er die jetzt sauber gemacht hat, löst das doch keine Magie aus, oder? Bei allen zwölf Göttern. Das läuft ja hervorragend. Okay. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Okay, was haben... Warte mal, wir haben ja... Muss mir das mal alles angucken. Welcher Kerkermeister versieht ein so kompliziertes Schloss mit einem so zerbrechlichen Schlüssel? Können wir den Alkohol irgendwie dafür benutzen? Lieber nicht. Was sagst du dazu? Wie habt ihr mich vorhin genannt? Shabib, das ist Tulamidia für kleiner Junge. Ohne mich wärt ihr schon längst tot. Bitte, keine Streitereien. Sie hat angefangen. Zierbogen. Hier sind Einkerbungen. Ah, nee, den hatte ich ja schon. Schriftzeichen? Könnt ihr sie lesen? Nein, es sind nur Einkerbungen. Weiter nichts. Ja, okay, hatte ich ja schon, stimmt. Vielleicht dieses klebrige Zeug, das wäre doch eine Idee. Mir fehlt die Vision. Harun hatte die Augen, meine. Jetzt weiß ich auch. Hier, trink was. Lieber nicht. Nein, danke, Prinz. Er hier? Er ignoriert mich. Okay. Weil irgendwie war das Zeug nicht klebrig. Vielleicht mit dem Verband das Zeug eindingsen? Nein. Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Welcher Kerkermeister versieht ein so kompliziertes Schloss? Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Hier, ach so, Heldengruppe, Mission. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Wird Rachban uns wirklich bis zum Schluss begleiten? Ja. Sobald wir hier fertig sind, wird er uns durch den Raschtulswald zum Heiligen Heer führen. Er selbst ist in eben jenem Gebirge aufgewachsen. Er kennt den Weg besser als jeder andere. Ihr wisst, der Verkiner ist ein Verstoßener. Sogar sein eigenes Volk fürchtet ihn. Wir haben keine andere Wahl. Wir brauchen ihn. Kann der Prügelknabe noch etwas anderes außer um sich schlagen und schreien? Tja. Das ist mehr als ihr könnt, Püppchen. Alrik hält uns die Ungetüme vom Hals. Er ist ein guter Mann. Hattet ihr gezielt nach einer Prinzessin gesucht? Nein, ich hatte nach einem tulamidischen Gelehrten gesandt. Aber ein solcher ist schwer zu finden in diesen blutigen Tagen. Die wenigsten wissen sich zu behaupten und werden schnell Opfer der marodierenden Banden, die derzeit um die Vorherrschaft in Fasar kämpfen. Die Straßen von Fasar waren schon immer ein schreiender Albtraum. Umso größer das Wunder, dass ihr dort so lange überlebt habt. Ihr seid die verstoßene Erbin eines gestürzten Herrschers. Ich hätte meine Dukaten nicht auf euch gewettet. Wie kommt ein Magier wie ihr dazu, so eine Gruppe zu führen? Ich wollte mich der Streitmacht in Punin anschließen, als mir ein Adelsmann aus Fasar von der Maske erzählte. Der Rest war eine Frage des Geldes und der Entschlossenheit. Welche Rolle spielte Harun? Er war euer persönlicher Leibwächter. Er sollte euch beschützen. Was er auch getan hat, bis zum Schluss. Es tut mir leid um ihn. Er kannte das Risiko. Wichtig ist, dass ihr am Leben seid. Genug davon.
Alles klar, dann haben wir noch unsere Mission. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakka. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Rashtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Alles klar, okay. Dann würde ich sagen, die nächsten Dinge besprechen wir dann im nächsten Part von Memoria. Ich hoffe, der erste Part hat euch gefallen. Mir schon mal ziemlich gut. Ich finde, das Setting ist mal was ganz anderes. So orientalisch, und dass wir jetzt hier diese Heldengruppe spielen und in diese Grabkammer reinkommen müssen. Das finde ich total super. Also einfach mal ein bisschen abseits, und trotzdem spielen Geron und das Ganze ja immer noch eine Rolle irgendwo. Etwas weiter entfernt vielleicht gerade. Aber ich bin gespannt, was da noch alles so sich zusammenbraut und kommt. Ja, schaltet doch gerne wieder ein und hinterlasst mir einen Kommentar oder einen Daumen hoch. Da freue ich mich natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann!